Bremer Wissenschaftler haben erforscht, mit welchem Druck Pinguine ihre Exkremente von sich schleudern. Und lass mich eins vorwegnehmen, es ist einiges. Herzlich willkommen zum Journal Club, echte Paper von echten Wissenschaftlern. Heute aus Polar Biology, Pressures when Penguins poo. Den Druck, mit welchem Pinguine sich erleichtern, wissenschaftlich akkurat zu ermitteln, ist nicht trivial, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Hallo Pinguin, ich bin's, Forscher. Ich wollte Sie was zu Ihrem Stuhlgang fragen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich in letzter Zeit Ihren Stuhlgang mit einer HD-Kamera beobachtet. Und Sie scheinen einen ziemlich beeindruckenden Druck zu absolvieren. Den Druck würde ich gerne wissenschaftlich vermessen. Wenn es Ihnen passt, würde ich vielleicht mit meinem Team nächsten Mittwoch vorbeikommen, ein paar Manometer, Viskosimeter aufstellen. Sie wissen schon, dass man sich uns nur mit einer Sondergenehmigung mehr als 5 Meter nähern darf. Haben Sie eine Sondergenehmigung? Nein. Dachte ich mir schon. Creep. Es ist wahr, man darf sich wildlebenden Pinguinen nicht mehr als 5 Meter nähern. Das erklärt natürlich auch, warum ich persönlich noch nie einen wildlebenden Pinguin von nahem gesehen habe. Das macht jegliche Druckmessungen schier unmöglich. Doch einen echten Forscher entmutigt das natürlich nicht, denn man kann den Druck auch berechnen, und zwar wie folgt. Hier eine Skizze aus diesem Paper und ich schwöre euch, es ist kein Fake. Das ist eine seriöse Skizze aus einem seriösen Paper. Die Wissenschaftler haben sich natürlich was dabei gedacht. Zum Beispiel, dass der Pinguin, wenn er kacken geht, aus dem Nest zum Nestrand wandert, der natürlich höher liegt als der Rest. Genauso wichtig wie zum Beispiel der Pinguin-Popo-Durchmesser, der natürlich auch von Pinguin zu Pinguinart signifikant verschieden ausfallen kann. Ja, und basierend auf diesen Parametern, die wir gerade in der Skizze gesehen haben, kann man dann zum Beispiel folgende Formel aufstellen. Das ist jetzt der Druck unter Annahme einer idealen Flüssigkeit ohne Energieverlust und natürlich auch diese zweite Formel hier unter Annahme einer viskosen Flüssigkeit. Und die Drücke, die sich dadurch ergeben, lassen sich in dieser Grafik zusammenfassen. Verschiedene Kackdrücke von verschiedenen Pinguinenarten. Und so stellt sich heraus, dass dabei Drücke von bis zu 60 Kilopascal entstehen. Um das mal zu vergleichen, ein Mensch kommt bei Maximaldruck, sprich Verstopfung, auf gerade mal 13 Kilopascal. Für uns Menschen wäre ein sehr druckvoller Stuhlgang ja auch nicht zwingend von Vorteil, da wir ja Toiletten haben. Im Gegenteil, es wäre recht unangenehm. Pinguine hingegen möchten natürlich ihr Geschäft möglichst weit und effektiv vom Nest wegschießen. Dazu ist in den Conclusions Folgendes angemerkt, nämlich dass Pinguine womöglich ihre Exkremente noch effektiver, noch weiter vom Nest wegschleudern könnten, wenn sie ihre Projektile in einem 45-Grad-Winkel abschießen würden. Aber Pinguine können das natürlich nicht, im Gegensatz zu anderen Vögeln, weil sie so komische, gerade boxförmige Vögel sind. Ich meine, wie soll das gehen? Wie das geht? 45 Grad ist leider nicht drin. Und zuletzt möchte ich noch mit euch meine drei Lieblingstextpassagen aus diesem Paper teilen. Anyone who has watched a penguin fire a shot from its rear end must have wondered about the pressure the bird generates, but apparently no published data on the pressures produced exist. Das ist ein Auszug aus der Einleitung, der ganz schön die Notwendigkeit dieser Forschung vor Augen führt. Denn offensichtlich hat jeder, der jemals einen Pinguin hat kacken sehen, sich gefragt, Mensch, gibt es dazu wissenschaftliche Daten? Zweitens. The process of defecation commences with the highest pressure initially and then rapidly drops to zero. Hence the production of fecal streaks and not blobs. Ob Kackstreifen oder Kackkleckse entstehen, ist nicht nur wissenschaftlich nachvollziehbar, sondern definitiv erwähnenswert. Und zuletzt, eigentlich der ganze Schluss. It is interesting to note that the streaks of fecal material radiate from the edge of the nest into all directions. No preference is noticeable. Interesting indeed. Whether the bird deliberately chooses the direction into which it decides to expel its feces, or whether this depends on the direction from which the wind blows at the time of evacuation, are questions that need to be addressed on another expedition to Antarctica. Unterm Strich haben wir daraus gelernt, dass unsere Obsession mit Pinguinen keine Grenzen kennt.
Lest euch das Paper auf jeden Fall selbst durch. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal beim Journal Club.